Javier Milei, der große libertäre Führer Argentiniens, die Geißel des Sozialismus, der Chef der politischen Partei La Libertad Avanza, auf Deutsch die Freiheit rückt vor, und der große Gegner des herrschenden Peronismus hat in Argentinien die Vorwahlen zur Präsidentschaft gewonnen. In nur wenigen Jahren hat sich Milei von einem politischen Kommentator in den sozialen Medien zum führenden und wahrscheinlichsten Kandidaten für das Präsidentenamt Argentiniens entwickelt. Denn bereits am 22. Oktober diesen Jahres wählen die Argentinier einen neuen Präsidenten und Milei führt die Meinungsumfragen nach wie vor stabil mit über 30% der Wählerpräferenzen an. Seine ökonomischen Vorschläge beinhalten eine massive Öffnung für den internationalen Handel, eine drastische Reduzierung der Staatsausgaben und vor allem eine wichtige Maßnahme: die Dollarisierung Argentiniens. Javier Milei scheint wahrlich kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Seine politische Bewegung steht für den Überdruss und die wachsende Ablehnung der politischen Klasse, die Ablehnung der Verschwendung und vor allem die Ablehnung von Institutionen wie der argentinischen Zentralbank, die maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass Argentinien heute die dritthöchste Inflationsrate der Welt hat, hinter Venezuela und Simbabwe. Genau hier, meine lieben Visual Economic Zuschauer, ist der Punkt, an dem die Dollarisierung nämlich Sinn macht. Javier Milei schlägt vor, den argentinischen Peso ein für alle Mal abzuschaffen und ihn durch den Dollar zu ersetzen. Der Dollar hat schließlich im Vergleich zum Peso eine sehr niedrige Inflationsrate, ist von der US-Notenbank abhängig und kann daher von argentinischen Politikern nicht manipuliert werden oder die monströse Inflation verursachen, die bereits ein Markenzeichen des Landes ist. Mit anderen Worten: die Dollarisierung würde das Ende der Hyperinflation in Argentinien bedeuten. Dennoch weisen viele darauf hin, dass die ganze Sache viel schwieriger sein könnte, als Milei verspricht. Seinen Kritikern zufolge könnte es sich bei dem Dollarisierungsvorschlag um eine populistische Taktik handeln, die in der Praxis nicht durchführbar ist und, falls sie doch umgesetzt wird, ernsthafte Probleme für Argentinien nach sich ziehen könnte. Martin Lustau nannte Javier Milei einen Populisten, sagte, er schlage falsche Lösungen vor und kritisierte seine Idee der Dollarisierung. Auf der einen Seite sagt Milei, dass die einzige Lösung für Argentinien die Dollarisierung sei. Auf der anderen Seite gibt es viele Gegner, die sagen, dass die Dollarisierung eine populistische Taktik ohne Zukunft sei, die das Land in ernste Schwierigkeiten bringen könnte. Die Frage lautet also: wer hat nun recht? Nun, zum Glück müssen wir nicht vollkommen im Dunkeln tappen und alles Geld auf theoretische, unerprobte Modelle setzen. Denn es gibt bereits eine Reihe anderer Länder, die den Dollar eingeführt haben. Und deswegen schauen wir uns in diesem Video an, welche Ergebnisse sie erzielt haben, um zu verstehen, was in einem dollarisierten Argentinien passieren könnte. Dabei werden wir nicht nur über die Inflation sprechen, sondern auch analysieren, wie der Dollar Unternehmen, Regierungen, Investitionen und natürlich das tägliche Leben der Bürger beeinflusst. Na, seid ihr bereit? Dann lasst uns vorher noch einen wichtigen Werbehinweis unseres treuen Sponsors Surfshark einspielen, damit wir danach sofort fortfahren können. Denn wusstet ihr, dass viele Firmen wie zum Beispiel Airlines ganz unterschiedliche Preise anbieten können, je nachdem, von welchem Land aus man bestellt bzw. ein Ticket bucht? Aber zum Glück kann man solche Diskriminierungsversuche mit Hilfe eines VPNs überlisten und richtig Geld sparen. Und Surfshark VPN ist dabei ein wirklich empfehlenswertes und sicheres VPN, welches zum Beispiel keinerlei Verbindungsdaten mitlockt. Ein Virtual Private Network kurz VPN ist aber nicht nur zum Geldsparen geeignet, denn es kann einen auch vor so mancher größeren Gefahr schützen, die im Netz lauert. Natürlich muss man nach wie vor Umsicht walten lassen und wissen, was man tut. Aber es stellt hierfür ein Werkzeug mit gleich mehreren Vorteilen dar. Zum einen erschwert es in Kombination mit anderen Vorkehrungen eure Aktionen im Netz nachzuverfolgen und abzuhören. Mit Hilfe verschiedener Sicherheitsfeatures könnt ihr so eure Anonymität im Netz erhöhen, zum Beispiel mit dem integrierten Clean Web, das alle unerwünschten Cookies und Pop-ups blockt. Ein weiterer Vorteil eines VPN ist, wie gesagt, dass ihr so tun könnt, als wäret ihr an einem anderen Ort. So könnt ihr zum Beispiel auch auf Websites und Internetdienste zugreifen, die in dem Land, in dem ihr gerade seid, gar nicht verfügbar wären, ob daheim oder im Urlaub. Damit schlagt ihr auch Zensur und Geoblocking ein Schnippchen. Netflix und andere Streamingdienste, die ihre Inhalte nur in den USA anbieten, von Europa aus nutzen oder deutsches Internetfernsehen im Ausland gucken, mit Surfshark kein Problem. Aber das ist noch lange nicht alles. Denn mit nur einem Surfshark-Konto könnt ihr wirklich alle eure Endgeräte im VPN registrieren. Handys, Notebooks oder sogar euren Smart-TV. So, und wenn ihr den Rabattcode economic.de angibt, bekommt ihr von Surfshark auch noch die ersten 3 Monate gratis dazu. Den Link zu diesem Angebot findet ihr in der Beschreibung unter diesem Video. Also, nichts wie los, besorgt euch Surfshark und greift damit gleichzeitig auch uns finanziell unter die Arme. Das könnt ihr übrigens auch direkt mit Hilfe der Spendenlinks, den ich euch ebenfalls in die Beschreibung gepackt habe. Wir sind euch für jede Unterstützung dankbar, denn damit helft ihr uns, euch in Zukunft noch mehr und noch bessere Videos zu liefern. So, und jetzt schnallt euch an, wir begeben uns auf eine Reise ins Land der Gauchos.
Bis heute gibt es 4 Regionen in Lateinamerika, die eine vollständig dollarisierte Wirtschaft haben. Das sind Ecuador, Panama, El Salvador und Puerto Rico. Ja, wir wissen, dass Puerto Rico zu den USA gehört. Deswegen habe ich ja auch Regionen gesagt. Dank der Dollarisierung haben diese Länder jetzt sehr niedrige Inflationsraten, die sogar unter denen der USA liegen. In diesem Punkt gibt es keine Debatte. Wenn Milei mit der Dollarisierung die Inflation beenden will, dann ist die Dollarisierung eine Strategie, die funktioniert. Allerdings gibt es neben der Inflation noch viele andere Faktoren in der Wirtschaft. Wie sieht es zum Beispiel mit der Stabilität aus? Wie mit dem Wirtschaftswachstum oder mit Investitionen und Handel? Genau das werden wir jetzt untersuchen, und zwar am Beispiel der Dollarisierung in El Salvador. Das Interessanteste am Fall El Salvador ist, dass das Land vor der Dollarisierung eigentlich keine Probleme mit seiner Inflation oder seinem Bankensystem hatte. Es war ein einigermaßen stabiles Land, zumindest was seine Währung anging. Aber wenn El Salvador kein Inflationsproblem hatte, warum hat es sich dann für die Dollarisierung entschieden? Nun, die Antwort liegt in der Privatwirtschaft. Die Dollarisierung kann das Unternehmenswachstum stark ankurbeln, und dafür gibt es 2 Hauptgründe. Der erste ist, dass Länder mit schwachen Währungen wie El Salvador damals oder Argentinien heute dazu neigen, höhere Zinsen als üblich zu haben. Weil ihre Währungen unzuverlässig sind, die Wechselkurse stark schwanken und die Währungsreserven fluktuieren und die Regierungen eher populistisch sind, scheuen sich Investoren, Geld in der Landeswährung zu verleihen. Das bedeutet, dass Banken und internationale Investoren für Kredite in lokaler Währung sehr hohe Zinssätze im Vergleich zum Dollar verlangen, was den Unternehmen und Unternehmern schadet. Die haben dadurch deutlich höhere Finanzierungskosten in ihrem Geschäftsbetrieb. Um konkrete Zahlen zu nennen. Im Falle El Salvadors lagen die Zinssätze für Kredite in Landeswährung um bis zu 8 Prozentpunkte höher als für Kredite in Dollar. Und das kann einer Wirtschaft schon mal die Luft abschnüren. Als El Salvador allerdings dollarisiert wurde, verschwand dieser Unterschied einfach. Alle Kredite wurden nun in Dollar vergeben. Und wozu führte das dann? Nun, auf der einen Seite haben die Unternehmen ihre Finanzierungskosten um bis zu 0,5% des BIP pro Jahr gesenkt. Das mag auf den ersten Blick als nicht viel erscheinen, aber es reicht aus, um mehr zu sparen, mehr zu investieren und solide gegen auftretende Probleme gewappnet zu sein. Auf der anderen Seite profitierte natürlich auch der öffentliche Sektor von der ganzen Angelegenheit. Auch die Regierung El Salvadors musste sich Geld leihen. Und dank des Dollars konnte sie Schulden zu einem niedrigeren Zinssatz aufnehmen, wodurch sie bis zu 0,8% des BIP pro Jahr einsparen konnte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Dollarisierung in Argentinien sowohl die öffentlichen als auch die privaten Kreditkosten senken und darüber hinaus die Investitionen und damit das Wirtschaftswachstum anregen könnte. Allerdings gibt es, wie gesagt, noch einen zweiten Grund, aus dem sich El Salvador für die Dollarisierung entschieden hat, nämlich den internationalen Handel. In der Vergangenheit waren lateinamerikanische Länder global wichtige Handelspartner vieler anderer Staaten. Denkt einfach mal an venezolanisches Erdöl, argentinisches Fleisch, chilenisches Kupfer oder bolivianisches Gas. Für den Export all dieser Produkte an andere Länder ist es wichtig, den Handel in einer gemeinsamen Währung abzuwickeln, zum Beispiel in Dollars. Ein dollarisiertes Land hat den Vorteil, dass die gemeinsame Währung den Unternehmen Planungssicherheit, Verfügbarkeit und Liquidität bietet. In Ländern mit schwachen Währungen kann die Beschaffung von Dollars allerdings zu einer echten Tortur werden. Wechselkurse können stark schwanken und Händler verunsichern. Umrechnungsgebühren können die Handelsgewinne schmälern. Und im schlimmsten Fall können populistische Regierungen regelrechte Währungsmanipulationen vornehmen, die den Handel erheblich erschweren. Seht euch zum Beispiel diese Nachricht an. Die argentinische Regierung fügte eine weitere Beschränkung hinzu und verschärfte erneut die Devisenkontrolle des Finanzdollars. In Argentinien gibt es zahlreiche Devisenkontrollen, die den freien Austausch zwischen Pesos und Dollar einschränken. Diese Beschränkungen dienen der Regierung als indirekte Steuern, um so viel Geld wie möglich einzutreiben. Die Devisenkontrollen haben unter anderem zur Folge, dass ihr, wenn ihr Dollars habt und sie in Pesos umtauschen wollt, aufgrund eines offiziellen Wechselkurses, der natürlich manipuliert wird, etwa 50% des Marktwerts verlieren müsst. Wollt ihr ein anderes Beispiel? Wenn ihr ein Unternehmen seid und euch über in Dollar ausgegebene Anleihen finanzieren wollt, gibt es ebenfalls ein Limit von $40.000 pro Woche. Oder noch einmal, wenn ihr als normaler argentinischer Bürger eine ausländische Dienstleistung in Dollar kauft, zum Beispiel ein Netflix-Abo, müsst ihr einen Aufschlag von 65% auf den offiziellen Kurs zahlen, der übrigens auch schon manipuliert ist. Natürlich gibt es Schwarzmärkte, die versuchen, all diese staatlichen Plünderungen zu vermeiden. Aber wie ihr euch vorstellen könnt, haben vor allem Unternehmen oft nicht diese Möglichkeit, sodass diese Einschränkungen ihrer Wettbewerbsfähigkeit schweren Schaden zufügen. Wenn sie zum Beispiel Maschinen aus dem Ausland brauchen, haben sie keinen Zugang zu Dollars, um sie zu kaufen. Wenn sie exportieren müssen, können sie das erhaltene Geld
Geld nicht sicher in Pesos umtauschen und sie haben auch nur sehr begrenzte Finanzierungs- und Sparmöglichkeiten, wenn es darum geht, neue Projekte in Angriff zu nehmen. Kurz gesagt, die aktuelle Situation ist eine echte Katastrophe, die durch die Dollarisierung auf einen Schlag beendet würde. Die potenziellen Vorteile der Dollarisierung beschränken sich allerdings nicht nur auf rein kommerzielle Aspekte. Schaut euch mal das Folgende an. Das vielleicht größte Problem eines Landes, das nicht an den Dollar gebunden ist und tendenziell eher populistische Regierungen hat, ist die bekannte Señorage. Das heißt, die Fähigkeit der Regierung, die Druckerpresse anzuwerfen, wild mit Geld um sich zu werfen und die Inflation auf Kosten der Bürger in die Höhe zu treiben. Milei ist so weit gegangen, die Señorage als vollwertigen Raub zu bezeichnen. Y el señoriaje no es ni más ni menos que una estafa de los políticos hacia las personas de bien. Por lo tanto, digamos, si consideramos que robar está mal, uno de los mayores ladrones de la historia de la humanidad es el Banco Central. Eine überhöhte Señorage ist nicht nur die Ursache für die Inflation, sondern auch ein Mittel, das den tyrannischen Politikern von heute fast unbegrenzte Macht verschafft. Denn dank dieser versteckten Steuer können sie zumindest eine Zeit lang über so viel Geld verfügen, wie sie wollen. Etwas, was natürlich auch für Machtmissbrauch genutzt werden kann. Die zugrunde liegende Theorie ist einfach. Wenn Argentinien den Dollar einführt, können populistische Politiker in Zukunft nicht mehr über die Stränge schlagen. Und genau das ist in Ecuador eingetreten. Zu Beginn dieses Jahrhunderts, nach einer großen Finanzkrise, beschloss Ecuador, den Dollar einzuführen. Seitdem hat das Land ein ziemlich hohes Wirtschaftswachstum verzeichnet. Im Jahr 2007 kam dort allerdings einer der populistischen Politiker Lateinamerikas an die Macht. Rafael Correa war laut mehreren internationalen Indizes einer der tyrannischsten und populistischsten Präsidenten Lateinamerikas und drohte gar Hugo Chavez in den Schatten zu stellen. Sobald er an die Macht kam, hob Correa den Mindestlohn an, erhöhte die Steuern für Unternehmen, begann alle möglichen Produkte für Ecuadorianer zu subventionieren und begann auch damit, vielen Menschen Hilfe zukommen zu lassen. Klingt schrecklich, nicht wahr? Nun, es ist offensichtlich, dass all diese Maßnahmen auf einmal genommen das staatliche Defizit in die Höhe trieben. Doch wie ihr in der Grafik sehen könnt, stiegen die Ausgaben in den nächsten Jahren nicht mehr und stagnierten dann sogar vollständig. Correa hat also am Anfang viel ausgegeben, aber dann drehte er den Hahn wieder zu. Und wieso, werdet ihr euch fragen, ist der Mann plötzlich zu einem Neoliberalen geworden? Nun, nein, keineswegs. Der Punkt ist nämlich, dass Correa durchaus gerne weiterhin das Geld seiner Bürger verprasst hätte. Aber er konnte es einfach nicht mehr. Die Wirtschaft war dollarisiert, also konnte er die Druckerpresse nicht anwerfen. Eine Alternative wäre gewesen, die Steuern noch weiter zu erhöhen. Und das tat Correa auch in gewissem Maße. Aber das Problem bei Steuererhöhungen ist nun mal, dass sie Wählerstimmen kosten. Also schien das auch keine gute Idee zu sein. In diesem Sinne bremste die Dollarisierung die populistische Politik aus, zwang Correa, die Ausgaben zu kontrollieren und tatsächlich musste sein Nachfolger Lenin Moreno große Kürzungen vornehmen, um Correas Exzesse zu kompensieren. Ja, ihr habt richtig gehört, seine Eltern haben den armen Jungen Lenin getauft. Mit anderen Worten, die Dollarisierung ist ein guter Weg, um die fiskalische Stabilität des Landes zu erhalten und den politischen Machtmissbrauch einzudämmen. Aber heißt das nun, dass die Dollarisierung wirklich die perfekte Lösung darstellt, dass sie überhaupt keine Probleme mit sich bringt? Nun, natürlich ist nichts schwarz-weiß. Alles hat seine Graustufen und Probleme. Und genau die sehen wir uns jetzt an. Aufgepasst! Dollarprobleme. Obwohl die Dollarisierung dazu dient, populistische Führer wie Rafael Correa in Schach zu halten, könnte sie sie auch beflügeln. Wenn Tyrannen Schwierigkeiten haben, das Volk auszuplündern, greifen sie oft zu anderen Mitteln, um ihre Ziele zu erreichen. Im Jahr 2010 verstaatlichte Correa beispielsweise die Ölindustrie, verschuldete das Land in Rekordhöhe und verpfändete sogar zukünftige Öleinnahmen, um Kredite der chinesischen Regierung zu garantieren. So gesehen ist die Dollarisierung keine Gewähr für Stabilität. Wenn ein Land den Dollar eingeführt hat, könnte in der Zukunft ein populistischer Politiker kommen und versuchen, es zu entdollarisieren. Um das zu erreichen, kann er oder sie den Dollar verbieten, internationale Transaktionen untersagen und damit die Situation noch schlimmer machen als vor der Dollarisierung. Tja, und genau das ist in Simbabwe passiert, als es vor ein paar Jahren versuchte, den Dollar einzuführen. Simbabwe verbietet die Verwendung des US-Dollars und anderer ausländischer Währungen. Also kurz gesagt, obwohl die Dollarisierung den Politikern einerseits gewisse Grenzen setzt, kann sie andererseits dazu ermutigen, noch mieser zu handeln.
Darüber hinaus könnte eine dollarisierte Wirtschaft auch in wirtschaftlicher Hinsicht Probleme mit sich bringen. Bei Rezessionen oder wirtschaftlichen Schocks wie einer Pandemie oder einem ölpreisbedingten Anstieg der Inflation hätten die dollarisierten Länder beispielsweise keinen Spielraum für die Anpassung ihrer Zinssätze. Ein dollarisiertes Land würde seine wichtigsten Instrumente zur Bekämpfung von Inflation oder Rezession verlieren und die gesamte Geldpolitik würde von den USA und ihren eigenen Interessen bestimmt. Das könnte im Falle einer Bankenpanik besonders schwerwiegend sein. Genau aus diesem Grund lautet einer von Milleys Vorschlägen, das Finanzsystem umzugestalten und eine Sparkasse mit einer hohen Bargeldquote und parallel dazu eine Investitionsbank zu gründen. Eine Reform, die, wenig überraschend, gar nicht so einfach durchzuführen ist. Aber darüber werden wir in einem kommenden Video sprechen, wenn Milley denn die Wahl gewonnen hat. Oder eben nicht. Vergesst aber auf jeden Fall nicht das Abo mit Glöckchen, um es nicht zu verpassen. Ach, und wenn wir schon dabei sind, schaut doch auch mal auf meinem neuen persönlichen Kanal vorbei, den ich euch hinter dem i oben rechts verlinke. Aber zurück zu den dollarisierungsbedingten Beschränkungen. Eine weitere wäre nämlich, dass Regierungen dann nicht mehr die Wechselkurse manipulieren können, um Exportindustrien zu begünstigen und inländische Sektoren zu fördern, die gegenüber dem Ausland nicht wettbewerbsfähig sind. Aber letztendlich scheint es auch nicht so klar zu sein, dass die Begünstigung der Exportindustrie durch manipulierte Wechselkurse wirklich eine gute Sache ist. Denn wenn es ein Problem gibt, das für die Dollarisierung Argentiniens wirklich wichtig sein könnte, dann ist es der Mangel an Dollars. Überlegt mal, damit Argentinien den Dollar einführen kann, braucht es zunächst einmal eine bestimmte Menge an Dollar, die an die Bevölkerung verteilt werden. Und das Problem ist, dass das Land sehr, sehr wenige davon hat. Argentiniens Devisenreserven stürzen nach einer neuen Zahlung an den IWF auf den niedrigsten Wert seit 2006. Die Frage ist also, was passiert, wenn Argentinien versucht, sich zu dollarisieren, ohne genügend Dollar zur Verfügung zu haben? Eine Hypothese besagt, dass eine solche Liquiditätskrise kurzfristig zu einer schweren Wirtschaftskrise führen könnte. Wenn nicht genug Dollars in der Wirtschaft vorhanden sind, könnten die Menschen nicht viel konsumieren. Die Unternehmen könnten keine Produktionsmittel kaufen, mit denen sie arbeiten können und nach werden viele von ihnen dann dicht machen. Aber im Laufe der Zeit und um zu überleben, wären die Unternehmen gezwungen, ihre Preise zu senken und die Exporte auch zu niedrigeren Preisen anzubieten. Und da es dann für andere Länder sehr billig wäre, in Argentinien einzukaufen, würden nach und nach immer mehr Dollar aus dem Ausland ins Land kommen. Und sobald es genug Dollar gäbe, würde sich die Konsumkapazität erholen und die Wirtschaft würde wieder wachsen. Natürlich ist dies nur eine sehr gewagte Hypothese und es wird viel davon abhängen, wie die Dollarisierung durchgeführt wird, wie lange sie dauert und ob die Regierung in der Lage ist, den Märkten Sicherheit zu bieten. Denn eine schlecht durchgeführte Dollarisierung könnte viele Zweifel an der Zahlungsfähigkeit der Regierung selbst aufkommen lassen. Staatsanleihen, die größtenteils von argentinischen Banken gehalten werden, könnten bei einem Vertrauensverlust stark an Wert verlieren, was zu einer großen Finanzkrise führen könnte. Einige Anzeichen dafür haben wir übrigens schon nach den letzten Vorwahlen gesehen. Der Markt beginnt den Sieg von Milei zu verdauen. Argentinische Anleihen stürzen an der Wall Street um bis zu 12% ab. Daher stellt sich die Frage, was sollte Milei eigentlich tun, um eine Krise zu vermeiden, nachdem er die Dollarisierung durchgeführt hat? Ist es wirklich möglich, die Dollarisierung umzusetzen, wenn die Dollars zu knapp sind? Und wenn es zu einer Finanzkrise käme, wie ernst wäre sie dann? Der Dollarisierungsprozess in Argentinien und seine Probleme angesichts der Devisenknappheit sind Themen, die wir in einem unserer nächsten Videos ausführlicher behandeln müssen. Es handelt sich um das größte Problem, das bei der Dollarisierung des Landes zu berücksichtigen ist und es verdient ein eigenes Video. Für den Moment können wir unterm Strich sagen, dass eine gut gemachte Dollarisierung ein Weg sein kann, die Wirtschaft anzukurbeln, die Inflation zu kontrollieren und korrupte Politiker einzuschränken, wenn auch um den Preis, die Kontrolle über die Zinssätze und Wechselkurse in Zeiten der Not zu verlieren. Aber jetzt sind die Fragen erstmal an euch gerichtet. Was glaubt ihr, was passieren wird, wenn Argentinien den Dollar einführt? Glaubt ihr, dass die Fälle Ecuador und El Salvador im Land der Gauchos nachgeahmt werden könnten? Oder endet Argentinien so wie Simbabwe? Wäre es vielleicht besser, eine von der Politik unabhängige argentinische Zentralbank zu gründen? Wie immer sind wir auf eure Diskussion im Kommentarbereich schon mächtig gespannt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und ihr dabei auch etwas gelernt habt. Falls ja, gebt uns bitte ein Like, teilt es mit euren Freunden und diskutiert es auch mit ihnen. Vergesst auch nicht, auf meinem neuen Kanal vorbeizuschauen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung unter dem Video. Und falls ihr uns eine kleine Spende zukommen lassen möchtet, den Link dazu findet ihr ebenfalls in der Beschreibung. Wir sehen uns das nächste Mal, macht's gut und bis dann.